Mit einem kräftigen Schluck aus dem Maßkrug stärkte sich Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt vor seiner Rede im Hofbräu-Zelt. Und das war auch bitter nötig. Seine geplante Pkw-Maut erfährt derzeit mächtigen Gegenwind. Dobrindt aber verteidigte seine Pläne. Der Bundesverkehrsminister machte deutlich, dass ihm nichts ferner liege, als ausländische Autofahrer zu diskriminieren, und wendete sich an unser Nachbarland. Liebe Freunde in Österreich, seid auch fair zu euren Nachbarn. Es gibt keinen Grund, hier als allererstes die Klage zu erheben, sondern man muss sagen, ja, wir wollen in Europa eng zusammenwachsen. Und deswegen kann man nur sagen, an Österreich gerichtet, bleibt fair und macht mit und sorgt dafür, dass wir auch in Deutschland die Maut mit umsetzen können für ein gemeinsames Europa. Mit seiner Rede konnte Alexander Dobrindt die Zuschauer aber nur bedingt überzeugen. Wie haben Sie es empfunden? Ja, Maut ist natürlich so ein Thema. Maut, meine Meinung, ja, aber auf die Umsetzung kommt es drauf an. Und da hat er eigentlich wenig dazu gesagt, wie er sich jetzt tatsächlich vorstellt. War nicht so befriedigend für mich, muss ich sagen. Am Anfang war es irgendwie wegen Einschläfer, finde ich. Also nicht so mitreißend. Da hat es der Vorgänger besser gemacht. Trotz allem bekam Alexander Dobrindt noch ein ganz persönliches Geschenk überreicht. Ein großes Pickerl, das weiterhin für große Diskussionen sorgen dürfte. Und diese gab es schon im nicht ganz vollen Nachbarzelt. Auch wenn die SPD es am Gillermoos traditionell schwerer hat als die CSU, ließen sich die Genossen nicht abhalten, Horst Seehofer und Alexander Dobrindt und dessen Mautpläne zu attackieren. Thorsten Schäfer-Gümbel machte deutlich, was die SPD von ihrem Koalitionspartner im Bund erwartet. Wir erwarten, dass Herr Dobrindt einen Vorschlag auf den Tisch legt, der dem Koalitionsvertrag gerecht wird. Und da ist bis jetzt nichts, aber auch überhaupt nichts geliefert worden. Und deswegen, solange Sie nicht liefern, wird es diesen Unfug auch nicht geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für den Lacher am Rande sorgte aber Florian Pronold. Er wollte seinem hessischen Parteigenossen die Bayernhymne näher bringen, beherrschte den Text aber selbst nicht so ganz. In der Bayernhymne heißt es, er behüte unsere Flure, Schirme, unser nettes Land. Und na, jetzt krieg ich's, das habe ich mir gedacht, jetzt habe ich es tatsächlich, das muss natürlich passieren, dass ich es jetzt nicht rauskriege. Ernster ging es da schon bei den Freien Wählern zu. Die Ansprache von Hubert Aiwanger glich einem Rundumschlag gegen die CSU und die Bundesregierung. Ein wichtiges Thema war natürlich auch für ihn die viel diskutierte Pkw-Maut, aber er beschäftigte sich auch mit anderen Themen, wie der Unterbringung der Asylbewerber. Diese Aufnahmeeinrichtungen müssen wir in die Regionen setzen, wo die Menschen herkommen. Wir müssen nach Marokko gehen, müssen nach Nordafrika gehen, müssen dort Zeltstädte aufbauen, weil wir dort eben mehr mit demselben Geld erreichen, weil wir dort den Menschen dort helfen, wo sie ja auf die Beine geprügelt werden. Mit mehreren regionalen Themen konnte Hubert Aiwanger bei den Zuhörern durchaus punkten. Auch der Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion, Toni Hofreiter, scheint in Abensberg gut angekommen zu sein. Für ihn stand auch die Pkw-Maut nicht im Mittelpunkt. Angefangen bei außenpolitischen Themen ist er auf die Landwirtschaft im Freistaat gestoßen. Verbunden mit der Massentierhaltung läge dort einiges im Argen. Deswegen ist im Kern so eine riesige Schweinerei, wenn der Verband, der sich vollkommen zu Unrecht Bauernverband nennt, weiterhin dran festhält, an der Ideologie wachse oder weiche. Die Bauern tun da einen Bärendienst, weil es einfach, ich kann es nur mal sagen, eine richtige Schweinerei ist, was wir da hier unserem Trinkwasser, hier den Sau, hier unserer Gesundheit, aber vor allem auch die Leute in die anderen Regionen der Welt odern. Seine Art und seine Rede haben die Zuhörer im vollen Weinzelt jedenfalls angesprochen. Ich habe den eigentlich nicht so geschätzt und nicht so kennt. Also ich muss sagen, ich war mit den Ausführungen von ihm einwandfrei zufrieden. Also er war schon nicht so schlecht, aber er muss noch mehr Lösungen bringen. Im Ottenbräu-Zelt dann doch die absolute Politprominenz. Mittlerweile vögeln es die Pfeifen von den Dächern. Pfeifen es die Vögel von den Dächern. Ich bin das letzte Schwergewicht auf dem Gillermoos, das letzte Schlachtross, liebe Freunde. Wer spricht denn in den anderen Zelten, frage ich mich, wenn keine Wahlen sind? Das sind doch lauter abgehalfterte B- und C-Promis, die nicht einmal mehr fürs Dschungelcamp taugen, liebe Freunde. Und dort gab's auch die Lösung für die Pkw-Maut. Liebe Preußen, fahrt nach Bayern, zahlt eure Maut und fahrt wieder heim. Diese Ansage hat gesessen.
Die Politparodie im Ottenbräu-Zelt war zum Abschluss des Gillermoos-Rummels wieder ein voller Erfolg. Und allen Volksfestliebhabern sei gesagt, der nächste Gillermoos naht bereits. In 354 Tagen heißt's schon wieder, Ozopft ist. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.